Jo, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Blade and Soul. Und, ja, wir waren ja das letzte Mal mit Diana hier unten in dieser strange Höhle gewesen. Leider heute ist sie nicht dabei. Heute muss ich mal wieder ein bisschen solo ran an die ganze Nummer hier. Aber auch das ist, sollte ich hinkriegen, sollte ich hinbekommen. Und schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Wir sollen jetzt wieder in dieses kleine Dörfchen zurück hier. Was sich jetzt gerade aufbaut. Flupp, da ist es. Sehr schön. Wie gesagt, die ganzen Boss-Quests und Dailies sind nämlich jetzt nicht mehr an. Das lohnt nicht. Ich Hey! wusste nicht, dass die schwarze Ramme Dongo ins Labor eingenommen hat. Ich schwör's. Was? Wovon redet ihr? Mit seiner Abwesenheit habe ich nichts zu tun. Also, nicht meine Schuld. Ich habe nur getan, was Jongbin mir auftrug. Er wollte mir helfen, Gildenmeister zu werden. Ehrlich, ich bin auch nur ein Opfer. Jongbin ist drüben beim Erntelager. Sucht ihn auf, wenn ihr antworten wollt. Irgendwie strange, dass wir sein Gesicht nicht gesehen haben. Naja, egal. Moment. Hier können wir irgendwo noch eine. Da, bei Bora. Können wir noch eine Quest abgeben? Hi. Yay. Und du? Okay, es liegt auf dem Weg. Dann ist es okay. Aber hier laufen echt viele böse, böse Leutchen rum. Na klar. Alter! Der Tag hat gerade mal angefangen, Freunde. Au. Aufstehen. So. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Da ist der Lock. Bist du gleich mal von zwei attackiert hier? Ach, ich muss sie. Oder? Nein, ich komme hier rum. Sehr schön. Und ich bin irgendwie gedebufft. So, hier durch. Also, wir müssen zum Erntelager. Ist da irgendwo oben? Was müssen wir da machen? Wird sich schon erklären. Moment. Ah ja. Guck mal, du kannst fliegen. Meine Fresse, ich lecke aber hier heute schon wieder. Ich werde mal kurz den Kanal wechseln. Ihr seid in einen anderen Kanal gewechselt. Ist, glaube ich, angenehmer. Ich weiß nicht, irgendwie der erste Kanal ist immer so. Ich habe keine Ahnung, was damit los ist. Das Ding ist irgendwie. Okay, wir sollen die einfach umbringen. Keiner weiß warum. Die sind doch lieb. Aber dann lässt was fallen. Ein Heiltrank. Sehr gut. Kann man auch mal wieder gebrauchen. 10 Stück von den kleinen Dingern sollen wir umnieten. Warum? Hey, guck mal, du bist gestolpert. Siehst du? Sterben aber eigentlich relativ easy. Bevor er mich angreifen konnte. Aber 10 von den Dingern ist schon krass, wa? Ey. Und der nächste hin. Da haben wir schon 6er. Sehr gut. Wir kommen der Sache doch ein wenig näher. Ich lasse nochmal fliegen. Super. Das läuft. Gehen wir mal auf die andere Seite des Sees. Der ist ja noch ein wenig größer. Da stehen auch noch ein paar Freiwillige. Naja, da haben wir auch noch die letzten zwei. Sehr schön. Sogar er hat noch so, sein Kumpel hat noch so ein bisschen hinterher geguckt. Zumindest sah es so aus. Guck mal hier.
Bam, bam. Wunderbar. Dann haben wir diese Quest also auch fertig. Dann gehen wir mal da vorne hin bei Hungbu. Hallo. Nice. So, dann können wir also jetzt ganz friedlich zum Erntelager sein. Und hier sind nur liebe Gegner. Na, das ist doch auch mal was. Okay, nicht alle. Da sind natürlich wieder ein paar Insekten dazwischen, die uns wieder wollen. Ich muss sagen, das sieht irgendwie cool aus hier. Gefällt mir gerade voll. Finde ich voll geil. Also, man muss sagen, Blade & Soul hat schon echt schöne Sachen. Nein. Ja, du. Hey, wir dürfen bestimmt was umbringen für dich. Rückenschmerzen hast du. Okay, wir dürfen irgendwas sammeln für dich. Was dürfen wir denn da sammeln? Müssen wir schon die Dinger hier wieder aktivieren. Da kommt Gegner raus. Ne, wir müssen was sammeln. Ach. Pflänzlein sammeln. 5 Stück insgesamt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie erst auftauchen, wenn man zum Beispiel, weiß. Was bist du denn? War jetzt nicht so der Kündler, wa? Freundchen? Hat sich gleich gelohnt, mich anzugreifen. So, dann gehen wir mal. Ah, hier sind natürlich überall so eine blöde Käfer zwischen. Voll daneben. Aber die halten nichts aus. Achso, wir müssen das Ding aktivieren, damit die Büsche wachsen. Verstehe. Aber es ist ja mal wenigstens ein bisschen abwechslungsreiche Quest. So, gehen wir mal noch da hinten hin. Nee, jetzt nicht. Verschwende nicht meine Zeit mit Gegnern, die nicht mal mein Hochschmeißen aushalten. Na klar. Wo? Bin ich gerade angegriffen? Nee, das ist der gar nicht. Das ist der. Ah. Verderben! Wunderbar. So, dann einmal hier. Nette Büsche wachsen. Fertig. So, dann mal zur alten zurück. Können wir mal so gepflegt rüberschweben. Ich habe mir nicht gekämpft. Oh, war ja klar. Renn! Will nicht meine Zeit verschwenden. Hi! Aha, aha, aha. So, jetzt gibt es da vorne noch irgendwie was. Jetzt habe ich einen Stein. Und den soll ich... Ah ja. Und da kommt er. Avatar des Erdgottes. Mhm, mhm. Jetzt kommen wir wieder zur alten zurück. Verstehe. Und dann können wir das bei ihnen abgeben. Läuft. Super. Das war also auch wieder eine anspruchsvolle Quest. So, dann. Hello. Nice. So, die eine Quest werden wir nicht annehmen. Hier mit dir wollen wir reden. Yongbin. Hallo. Hallo und willkommen im Erntelager. Wenn ihr nicht im Auftrag von Eberweide hier seid, geht bitte wieder. Die Stimme passt mal so gar nicht zu dir, Digga. Ihr wisst es nicht. Unser lieber Hyung-Gam kam bei einem Bootsunfall ums Leben. Eine Tragödie. Nun geht. Na klar, beim Dynamitangeln wahrscheinlich. Dieser Narr. Ich hätte ihn nie als Nachfolger des Gildenmeisters unterstützen sollen. Schweigt euch darüber aus. Wollt ihr Gold dafür? Nö. Das ist unmöglich. Da kann ich nichts tun. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Die Talos-Armee.
Sie haben Hyung-gam entführt und bezahlten uns für unser Schweigen. Wenn euch euer Leben lieb ist, solltet ihr es uns gleich tun. Mit dem Talos-Reich ist nicht zu spaßen. Ach, mit denen komme ich klar. So, Talos-Reich hat also den Bürgermeister. Den Gildenmeister. Bürgermeister. Hm. Und du willst... Wer ist? Egal. Und jetzt sollen wir deine Schweine verhauen, oder was? Betäubt die Schweine und liefert innerhalb des Zeitlimits bei Jung Wan ab. Ja, war easy. Komische Quest. So. Ich bin. Ach, scheiße. Also, die Talos-Soldaten haben nicht nur diesen Gildenmeister entführt, sondern auch die heilige Bestie Lao Fu, die ihr noch treffen müsst. Ah, okay. Lao Fu hat sich heimlich mit dem Gildenmeister getroffen, um den Streit zwischen den Hoglin und Eberweide beizulegen. Das Talos-Reich hat das Treffen gestürmt und beide gefangen genommen. Mhm. Wir müssen sie schnell finden. Ich weiß auch schon wie. Wir fragen einfach höflich diese Talos-Wache da, wo sie sind. Na, weil wir ihm ein Wahrheitsserum einflößen. Hab ich das nicht gesagt? Nein. Passt auf. Ihr besorgt mir die Niere eines Teeblattknorr-Ochsen und ich braue das Serum. Dann müsst ihr es ihm nur noch unterjubeln. Gut. Okay, wir dürfen also natürlich wieder Dinge sammeln. Dürfen wir uns diese Käfer umnieten? Nein, ich gehe davon aus. Mann! Was ist? Nerv nicht! Ja, ich wusste es. Wir dürfen die Fetten. Die natürlich mehr aushalten. Hätte mich einmal gefreut, weißt du? Fünfe brauchen wir davon. Okay, okay. Oh, hier sind so viele Käfer plötzlich. Wo kommen die alle her? Dich will ich. Oh Mann. Hi. Super. So. Aua, ich sehe ihn gar nicht. Level up. Sehr geil. Wir haben wieder mal ein Level geschafft. Level geschafft. Hier, hier, hier. Schön. Da freue ich mich wirklich. Fall um. Geht doch. So. Wo jetzt? Immer noch die... Wenn wir gebrochen. Brauchen wir nur noch einen. Sehr nice. Haben wir fertig. Können wir jetzt wieder da hoch? Natürlich können wir wieder da hoch. Ja, wird schon. Und da gucken wir mal, was wir als nächstes für eine schöne, super tolle Aufgabe hier bekommen. Hi. Hey, nicht wegrennen. Hey. Eine Tasse Tee? Für mich? Ach so. Ich bin noch im Dienst. Ach, was kann das schon schaden? Schmeckt gut, mit besten Teeblättern des Knurksen. Was ist noch drin? Meine Zunge. Komisch. Übel. Ich krieg nicht viel Gold und hasse die Armee. Ich hätte weiter Musik machen sollen. Oder nur singen. Mutter meint, das ist Zeitverschwendung. Ich hasse die. Aber warum erzähle ich das? Oh, er ist im alten Kerkerpull. Warum sagt
Das ist geheim. Wir halten dort unsere Gefährten gefangen. John Bill vom Erntelager weiß noch mehr über die Tunnel. Das hätte ich nicht sagen sollen. Auch die Karte hätte ich euch nicht geben sollen. Ich leg mich lieber hin. Ihr habt einen neuen Quest-Gegenstand erhalten. Geil, Alter. Läuft. So, Karte. In dieser Karte sind alle unsere geheimen Kerker in der Gegend aufgelistet. Sie darf nie in Feindeshände gelangen. Sehr gut, dass ihr das raufschreibt. Okay, das ist mal wieder tatsächlich lustig. Hallo, Jung Bin. Seid ihr noch hier? Ich sagte doch, das ist Geschichte. Jung Gam ist jetzt Gefangener der Talos. Seid ihr verrückt? Ich wurde befördert. Vergesst das Ganze doch. Das wagt ihr nicht. Beweist es erstmal. Nein, wartet. Ich hatte Gewissensbisse. Eure Worte haben mich zur Wahrheit geführt. Ich will eindeutig nur eure mutige Rettungsaktion unterstützen. Na klar. Bitte verschweigt meine Rolle bei der Entführung. Oder lastet alles Serun an. Genau, Serun. Okay, ich habe schon fast damit gerechnet, dass wir da rein dürfen. So, jetzt soll hier noch irgendwie ein Questgeber sein, der nicht... Alter, der wird vollkommen falsch angezeigt. Aber okay, gut. Was kriegen wir dafür? Okay. Findet Youngbug einen alten Kerkertunnel. Okay. Wir sollen in den alten Kerkertunnel rein. Und dafür kriegen wir, ich weiß gar nicht, was kriegen wir denn dafür im Moment? Kleines Element des Glücks. Achso. Naja, gut. Ich dachte, jetzt kriegen wir mal was Außergewöhnliches. Aber da habe ich ja hier tatsächlich schon ein bisschen die Hoffnung verloren bei dem Spiel. Weil irgendwie, was Loot angeht, ist Blade and Soul leider nicht so. Knorke, ne? Oh, Feier. Oh, oh. Wir sollten ein bisschen vorsichtig hier vorgehen. Und tschüss. Guck, man weiß nie, wofür man eine Bombe braucht. Okay, jetzt erstmal gar nicht mehr. Hinein! Ich hätte die sowieso nicht mitnehmen können. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Okay, dann mal rein ins Getümmel. Ach nee. Oh nee, nicht so eine Taloswache. So, nice. Ja, der Wert ab. Nee. Okay, die können mit dem Schild nicht umgehen. Ja, sie können mit dem Schild nicht umgehen. Woo. Nice. Bällchen. Sauber. Hi. Nein. Nehme ich nicht mit. Stopf mir nur wieder das Inventar zu. Na toll. Aber der hat Bomben. Nicht mehr. Ach komm, wir machen alle platt. Und du starbst einen unehrenhaften Tod. Da 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 da, bam. Läuft. Ey, wenn, dann nehmen wir schon den ganzen Laden auseinander, ne? Wie? Moment, der mischt sich ein. Nimm die Bombe! Danke. Nee. So, dann haben wir ein Stückchen weiter, ja? Hier ist... fällt ein bisschen Wasser oben runter. Einschuss gefährdet die Höhle halt, ne? Ich liebe dieses Hochwerfen, ey, das sieht so geil aus. Na, du solltest blocken. Mann, Mädchen.
Mohaha.